Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Factsheet Video. In diesem Video geht es um den Olivenernter von New Holland Braut 9090X Olive. Na, endlich! Über die Traubenernte haben wir ja schon sehr viel erfahren. Bei den Oliven sah das bisher dürftig aus. Da hieß es höchstens mal, das läuft so ähnlich, aber hier ist er jetzt endlich, der Olivenernter. Ja, kann man hier auch ziemlich gut sehen, da sind diese kleinen Mini-Olivenbäumchen, man kann schon eher Büsche sagen, und da hängen die Oliven dran, hier auch, aber da sind sie natürlich kleiner. Und dieser Olivenernter fährt da wie bei einem Traubenernter einfach so über die Reihen und schüttelt die dann runter und sammelt die in seinem Bunker. So habe ich das zumindest verstanden. Und es hieß ja auch schon, dass der Olivenernter ähnlich sei wie der Traubenernter, aber ein eigenes Gerät. Das ist er jetzt. Gucken wir mal, was der für Eckdaten hat. Er kostet 306.000 Euro. Hat 182 PS, eine variable CVT-Gangschaltung, 270 Liter Tankinhalt plus 41 Liter AdBlue. Er fährt 30 Stundenkilometer, 4000 Liter Oliven passen rein, er wiegt 10,1 Tonnen und man kann 8 Stundenkilometer schnell damit arbeiten. Das eine ist, da so schnell fährt er auf der Straße. Und bei der Ernte ist er 8 Stundenkilometer, was ja ganz ordentlich ist. Und da passen Oliven rein und sonst nichts. Und ja, meine persönliche Meinung dazu ist, einerseits cooles Gerät, interessante neue Technik, möchte ich gerne ausprobieren. Aber wenn ich mir kein Geld ercheate oder ein super langes Let's Play mache oder nur Olivenbauerin spiele oder so, wird das eine teure Investition, so eine Olivenernte zu machen. 306.000 Euro, ja, da kriegt man 3 kleine Mähdrescher für den normalen Bedarf für oder halt schon einen ordentlichen Mittelklasse-Mähdrescher, wo man viel mehr mitmachen kann, außer nur Oliven ernten. Es ist mal wieder so eine Luxusfeldfrucht, wie auch die Baumwolle. Der normale Anbau der Baumwolle im LS scheitert ja unter anderem daran, dass das Gerät super teuer ist, dass es sich nur lohnt, wenn man Baumwollfarmer wird. Vielleicht werde ich mal Olivenbauerin oder erstmal Weinbäuerin. Mal gucken. Weil faszinierend finde ich das schon. Jetzt gucken wir mal, was sagt die Webseite dazu. Das hatten wir uns ja schon mal kurz angeguckt, als es um den Weinvollernter ging, also den Traubenvollernter, weil für mich war unklar, wird das Olivenerntegerät ein eigenes Factsheet kriegen oder nicht. Ja, es kriegt. Und diesen Olivenharvester gibt es nicht beim deutschen New Holland. Beim französischen gibt es den und hier englischsprachig gibt es den auch, aber das ist mehr amerikanisch. In Deutschland werden halt keine Oliven angebaut und darum werden die auch nicht geerntet. Darum ist die Seite hier auf Englisch. Ja, gucken wir hier einfach mal die Galerie an. Sehen wir einige Bilder von dem, sehr schön gemacht. Ihr habt mir übrigens geschrieben in die Kommentare, dass Braut mal eine eigene Firma gewesen ist. Die wurde von New Holland aufgekauft und seitdem werden dann die Erntegeräte für Trauben und Oliven unter dem Markennamen New Holland Braut verkauft. Das macht ja irgendwie Sinn. Ja, so sieht er aus. Ich denke mal, im Wesentlichen ist er dem Traubenernter schon ziemlich ähnlich. Ja, und
viele LS-Spieler haben sich ja unter Olivenernte eher sowas vorgestellt wie schöner großer Baum. Und dann fährt da so ein Fahrzeug hin, das eine Plane unter dem Baum ausbreitet und dann den Stamm schüttelt. Sowas gibt es auch für die Olivenernte. Und die sind jetzt eher enttäuscht, dass das hier nur so kleine Oliven-Megabüschchen sind. Und das ist aber eine Anbautechnik. Habe ich schon in echt gesehen. Solche Olivenanbaufelder, Olivenplantagen oder so. In Spanien habe ich die gesehen und dachte erst, es sei so eine Art Olivenbaumschule, wo dann die, wenn die eine gewisse Größe haben, werden die dann auf richtige Olivenbaumwiesen verpflanzt oder so. Aber nee, das bleibt so. Die werden wahrscheinlich dann auch immer beschnitten, damit die nicht zu groß werden, damit der Braut da noch drüber fahren kann. Ja. Gut, die Infos über die Firma New Holland, die hatten wir jetzt schon mehrfach, das erspare ich uns mal. Und was ich aber noch gucken wollte, ist hier auf der Farming Simulator Spieleseite, was ist denn aktuell von New Holland angekündigt? Da hatten wir ja auch schon mehrere Traktoren. Wir werden gut bedient mit New Holland, Telelader, alles mögliche, Kompaktlader. Den Mähdrescher haben wir schon sehr frühzeitig gesehen und hier auch der Feldhäcksler. Das ist jetzt der Traubenernter. Der Braut ist offenbar nicht, also der Brautolive ist hier nicht reingekommen, aber der wird schon noch den Weg hier in diese Liste finden. Dann alle möglichen Schneidwerke und die große Ballenpresse und immer noch coming soon. Das heißt, wir können von New Holland noch mehr erwarten. Jo, das war's zum New Holland Olivenernte. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.